Hallo ihr Süßen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie man das 3D French macht mit Acrylgel, mit den Produkten von Color Your Nails. Und ich würde sagen, wir starten jetzt und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Ich benutze als Haftgel das UV Bond Plus. Den Nagel habe ich bereits vorbereitet, einen Ballerina-Tipp aufgeklebt und nun dehydriere ich einmal den Nagel gründlich und trage dann sparsam das UV Bond auf. Mein Nagel ist leider ein bisschen geschunden, ich habe ein bisschen zu doll und zu schnell gefeilt und somit entstehen dann natürlich leicht rote Nägelchen. Und für die Modellage benutze ich heute den Tizi-Pinsel, den werde ich euch unten auch einmal in der Infobox verlinken. Ich massiere jetzt das Haftgel einmal gründlich in den Naturnagel ein und streiche das Ganze dann einmal sparsam aus. Anschließend gehe das Ganze dann einmal in die Lampe für 2 Minuten, beispielsweise in die UV-LED-Lampe für 120 Sekunden. Für meine Modellage benutze ich heute einmal das Dip in Form. Das ist eine Flüssigkeit, die ihr in den Pinsel einarbeitet. Dazu habe ich einen Spatelpinsel, sage ich mal, wo an der einen Seite ein Spatel ist. Und ich benutze das Camouflage 05. Das ist dieses ganz feste Acrylgel. Es gibt natürlich auch so dieses Acrylgel, welches ein bisschen flüssiger ist, was aber auch sehr, sehr stabil ist. Und da werde ich euch am Ende auch einmal das Video verlinken. Und das ist mein Pinsel, mit dem ich arbeite. Ich arbeite jetzt einmal gründlich das Dip in Form in die Pinselhaare ein. Dazu versuche ich, diesen Pinsel minimal aufzufächern, dass auch wirklich überall diese Flüssigkeit am Pinselhaar ist. Und was super toll ist, das ist wirklich wie Wasser. Also passt auf, dass ihr das Ganze nicht umkippt. Ansonsten, ja, ist das natürlich dann alles weg. Ich nehme mir jetzt ein kleines Bällchen mit dem Spatel aus dem Acrylgel und setze mir das Ganze dann einmal auf dem Nagel ab. Jetzt nehme ich mir meinen eingearbeiteten Pinsel zur Hand und drücke vorsichtig, wie beim Verarbeiten von Acryl, das Gel zu den Stellen, wo ich es gern hätte. Einmal oben Richtung Nagelwall und dann arbeite ich das Ganze einmal nach vorne aus und ich versuche mir jetzt eine Smile zu formen. Ihr könnt das Ganze natürlich dann einmal nachfeilen, das werde ich euch dann auch ebenfalls einmal zeigen. Und wenn ihr jetzt zu dünn gearbeitet habt, ist das natürlich auch kein Problem. Ich mache das sehr gern bei einer Smile-Line, dass ich das Ganze dann einmal aushärte, beispielsweise anhärte und dann noch ein zweites Bällchen für den Apex nachsetze. So sieht jetzt vorerst mein Nagel aus. Mir fehlt etwas Aufbau auf die Länge des Nagels. Deswegen setze ich jetzt noch ein zweites Bällchen ab und arbeite das Ganze wieder einmal so aus, dass ich dann einen wunderschönen Apex habe. Ich habe den Nagel jetzt einmal komplett aushärten lassen. Jetzt cleane ich einmal das Camouflage und feile mir einmal leicht die Smile in Form. Und das Ganze werde ich dann einmal im Schnelldurchlauf euch zeigen. Ihr müsst jetzt darauf achten, dass ihr wirklich eine richtig schöne Kante erhaltet, damit ihr auch diesen wunderbaren 3D-Effekt erhaltet.
So, der Nagel wird nun einmal gründlich entstaubt. Ich habe mir jetzt den Aufbau auch schon minimal in Form gefeilt. Das seht ihr jetzt einmal hier. Ich setze auch immer die Feile möglichst gerade auf den Nagel auf. Und was richtig super sind, sind diese ganz dünnen Holzfeilen, um dieses Mal richtig schön vorzufeilen. Hier seht ihr dann auch einmal, wie der Apex aussieht, wie ich hinten schon das Ganze schön flach gefeilt habe. Und nun geht es weiter an das French. Ich benutze dazu das Pop Art Fuchsia mit der Nummer B871 und das Painting Gel White und möchte jetzt mir ein paar Farben anmischen, denn das French soll dreifarbig werden. Ich setze mir jetzt dreimal das Fuchsia mit einer gleichen Spatelmenge auf ein Trägerpapier ab und für den zweiten und dritten Klecks benutze ich dann das Painting Gel White. Nehme einmal die Menge und zweimal die Menge, das könnt ihr jetzt einmal sehen, und vermische dann das Ganze für mein French. Ich habe mir jetzt die Farbe einmal aufgetragen und nun vermische ich das Ganze gründlich, damit ihr dann keine Schlieren habt. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit Schwarz vermischen, so erhaltet ihr einfach einen dunkleren Nagel. Und mit diesem Painting Gel könnt ihr natürlich auch wunderbar One Stroke machen oder Gel Painting. Ihr braucht also nicht zigtausende Farben in der Schublade, sondern ihr mischt euch einfach das Ganze an. Jetzt geht es daran, mir eine dünne Smile zu zeichnen und das Ganze zeige ich euch jetzt einmal im Schnelldurchlauf. So sieht jetzt einmal die erste Smile aus und nun geht es daran, das Acrylgel Clear aufzutragen. Das wird jetzt so gearbeitet, dass es wirklich nur auf diesen pinken Farbgel ist. Das heißt, ihr dürft jetzt nicht das ganze Clear Acrylgel über den kompletten Nagel ziehen, sondern arbeitet das jetzt wieder als eine Art French, beispielsweise so wie ihr jetzt das Cover gearbeitet habt. Und das werde ich euch jetzt auch einmal im Schnelldurchlauf zeigen und das geht dann auch immer so weiter mit der nächsten Farbe und ja, bleibt einfach dabei. Achtet bei dem Clear jetzt einmal darauf, dass ihr auch wieder eine richtig schöne Rampe baut. Umso besser könnt ihr dann mit der Feile einmal diese Kante vorfeilen. Und wenn ihr das Ganze vorfeilt, umso schöner sieht am Ende dann auch einmal das Ergebnis aus. Ich habe das Ganze jetzt wieder gecleanert und feile mir mit einer Feile die Smile wieder einmal vor. Jetzt nehme ich mir einmal die zweite Farbe des Trägerpapiers zur Hand und zeichne mir wieder einmal die Smile vor. Natürlich ist diese Art von Modellage nicht für den Studioalltag geeignet, geschweige denn höchstens für ein Modell, denn das Ganze ist viel zu zeitaufwendig. Ich saß auch extrem lange für einen Nagel. Natürlich kommt da ein bisschen die Routine mit der Zeit, umso öfter man das Ganze macht. Allerdings finde ich für den Studioalltag absolut nicht geeignet. In
der Mitte des 3D-Nagels möchte ich ein wenig Glitzer arbeiten und dazu streue ich jetzt einmal loses Glitzer in das feuchte Gel. Anschließend geht das Ganze einmal zum Aushärten und natürlich nach dem Aushärten gründlich entstauben. Jetzt nehme ich mir wieder einmal das Clear Acryl Gel und arbeite mir wieder ebenfalls eine Smile French vor zum Andocken und feile das Ganze auch wieder in Form. Jetzt benutze ich einmal die letzte Farbe. Ich trage sie auf den Tipp ebenfalls wieder auf. Was natürlich super wichtig bei dieser Modellage ist, dass ihr diese Art Rampe richtig schön mit Farbe einpinselt. Das könnt ihr jetzt hier ganz gut sehen. Umso schöner wird am Ende auch dieser 3D-Effekt. Und ich liebe diese Painting-Gele, mit denen kann man auch wunderbar und Stroke zeichnen. Also testet sie unbedingt mal, denn sie sind wirklich hochdeckend. Und ja, es lässt sich wirklich alles damit machen. Jetzt geht es wieder an das Clear Acryl Gel, das arbeite ich jetzt einmal auf den Rest und anschließend geht es an das Formfeilen. Natürlich habe ich wieder gecleanert und ich feile jetzt erstmal mit einem Bit vor. Umso weniger Feilarbeit habe ich dann am Ende und so seht ihr auch schon, wie langsam dieser Effekt zum Vorschein kommt. Ist natürlich nicht immer einfach in die Kamera einzufangen. Aber mit der Feile mache ich dann auch den letzten Feinschliff und da könnt ihr das Ganze dann viel, viel besser sehen. So, jetzt geht es einmal an den Feinschliff der Modellage. Ich feile mir das Ganze jetzt einmal in Form. Dazu benutze ich Wechselfeilblätter, denn die sind erstens viel hygienischer und zweitens viel günstiger im Studioalltag. Und somit habt ihr wirklich immer eine neue Feile für eure Kunden oder auch Modelle. Und wichtig beim Befeilen der Modellage ist jetzt, dass die Feile wirklich sehr, sehr flach aufgelegt wird. Dabei lässt man meistens den Apex aus. Und wenn ich das Ganze dann immer wieder entstaube, sehe ich meistens noch ein paar Fehlerchen oder wo noch lang gefeilt werden müsste. Und im Anschluss buffer ich meistens das Ganze nochmal richtig gründlich, damit ihr auch die letzten Kanten entfernt. Wichtig ist natürlich bei dieser Ballerina-Form, dass ihr die Seitenlinien nicht verfeilt, also lasst die am besten aus und befeilt sie nur, wenn wirklich mal eine kleine Kante irgendwo zu sehen ist. So sieht das Ganze jetzt vorerst aus und jetzt geht es natürlich an das gründliche Buffern. Ich blende euch am Ende auch noch ein Foto ein, wo ich mir diese Ballerina als Mantel umgefeilt habe. Ich denke mal, das interessiert euch auch, wenn man gerade mit Ballerina-Tipps arbeitet. Den Staub entfernen tue ich meistens mit so einem kleinen Bürstchen. Umso gründlicher ist das Ganze dann, denn in den Nagelweih setzt sich doch immer ganz schön viel Feilstaub ab. Und im Anschluss geht es dann nur noch an das Versiegeln. Jetzt geht es nur noch an das Versiegeln der Modellage. Ich benutze hierzu den Ultimate Gloss, ein Versiegler, der ohne Inhibitionsschicht aushärtet und einen wunderbaren Nassglanz auch noch nach Wochen hat. Ich bin absolut begeistert von diesem Versiegler. Es ist ein absoluter Liebling von mir und ich kann ihn wirklich nur jedem empfehlen. Und ich versiegle das Ganze jetzt, härte das Ganze komplett einmal aus und zeige euch dann einmal das Ergebnis. So ihr Süßen, wir sind nun auch am Ende des Videos angelangt. So sieht einmal mein Ergebnis aus. Dieses Video war heute etwas länger als sonst meine Videos eigentlich sind. Und ich hoffe natürlich, euch hat das Ganze trotzdem gefallen. Ich werde natürlich alle Bits und Produkte für euch unten in der Infobox einmal verlinken. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.